Drei Gläser. Was mag? Auf ein tausendjähriges deutsches Reich. Ein tausendjähriges Reich! Ich muss sagen, ich habe genug von dem Affentheater. Haben Sie das gehört? Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Ja, warum richten Sie Ihre Walter auf meine Hoden? Weil Sie sich eben verraten haben, Hauptsturmführer. Sie sind so deutsch wie dieser Scotch. Also Sturmbannführer. Schnauze, du Schlampe. Sie wollten was sagen. Ich wollte sagen, dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung bin ich ein richtiger Frederik Zoller. Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Lage. Was jetzt passieren wird, Sturmbannführer. Sie werden aufstehen und mit uns durch diese Tür hinausgehen. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie und ich, wir beide wissen, Hauptsturmführer, dass egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert, wir zwei nirgendwo hingehen. Das ist wirklich schade um Oberfeldwebel Wilhelm und seine berühmten Freunde. Falls einer von euch vorhat, am Leben zu bleiben, werdet ihr sie auch erschießen müssen. Sieht so aus, als ob Klein Max als Waise aufwächst. Wie traurig. Bien, si esto es así, amigo. Espero no le importe que ahora hable en español. Por supuesto, capitán. Hay un lugar en el infierno para aquellos que desperdician el buen escocés. Y sabiendo que estoy a punto de tocar esa puerta... Debo decir... Muy buen escocés, señor. Y sobre esta situación... en que nos hallamos... Parece que solo le queda una cosa por hacer. ¿Y qué sugiere, capitán? Stiglitz. Despídete de tus bolas.